Hallo meine sehr verehrten Damen und Herren und willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Namenlos. Ja, wir haben ja in der letzten Folge hier unser kleines neues Zuhause, möchte ich mal sagen, gefunden. Und ich sehe hier gerade, okay, es ist Natron. Das brauchen wir jetzt nicht unbedingt für die Technik-Mods. Ich würde gerne einfach mal in die Höhle reingehen. Also zuerst mal unser Basislager hier aufbauen. Wir haben Crafting Table, dann die Kiste wieder hier. Dann können wir die zwei Öfen auch wieder aufstellen. Und dann will ich auch gleich direkt mal ein bisschen Nahrung durchbraten, damit wir genug haben. So, ein bisschen Kohle muss ich rausnehmen, denn wir brauchen natürlich auch Fackeln, wenn wir auf Höhlenmission gehen. Und deswegen crafte ich mir die schnell mal. So, haben mal 16 Fackeln. Ich kann mir ja nachher noch immer noch mehr craften. Gut, dann will ich mal hier in diese Richtung gehen. Ich gehe mir die in die Offhand. Und vielleicht setze ich noch schnell die Kiste und gehe mal den Rucksack in die Kiste hinein. Weil da sind ziemlich wichtige Sachen drin und ich will nicht, dass die weg sind. Ich gebe generell mal alles raus. Bis auf das Schwert, das brauche ich. Und das Essen kann ich auch rausgeben. Ich habe eh noch so ein bisschen was. Das Holz kann ich rausgeben. Den Cobblestone nehme ich mal als Baumaterial mit. Dann legen wir das Bett daher. Okay, I can only sleep at night. Wenn es Nacht ist, müssen wir uns unbedingt hinlegen, weil dann haben wir auch unseren Spawnpunkt dargesetzt. Gut, und dann gehen wir einfach mal rein und schauen, was uns. Okay, hier erwartet uns mal gar nichts. Danke dafür. Ah, ein bisschen Kohle, die können wir abbauen. Kriegen wir auch gleich ein bisschen XP dazu. Ist immer nicht allzu schlecht. So. Zack, 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 zack. Oh, ein Pflanzenfossil, da haben wir auch einen Feuerstein bekommen. Feuerstein brauchen wir ja auch für den Pulverizer, den ich ja dann bauen möchte. Mit Kupfer, Zinn brauchen wir dafür. Ja. Gleich mal voraus möchte ich mich auch noch entschuldigen für die Tonqualität vom letzten Video. Ich habe ohne Popschutz aufgenommen und deswegen kracht das manchmal so ein bisschen. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Da habe ich jetzt den Popschutz davor gepackt. Ich hoffe, es ist jetzt besser als vorhin. Bitte verzeiht mir diesen kleinen Fehler. Gut, dann schauen wir mal, dass wir uns hier so runterschlängeln. So. Dann vielleicht hier entlang. So. Tick-tack. Dann können wir uns da einen Block setzen. Nein, okay. Jetzt, nein, auch nicht. Ah, hier können wir. Okay, das bringt mal gar nichts. So, tick, 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 tick. Ach komm schon, das ist denn ernst? Na gut, dann bauen wir halt hier einen Block an, hier einen an und hier einen ran. Gut. Haben wir das soweit eine relativ schöne Treppe gebaut. Dann kommen wir auch immer wieder gut hinauf. So. Zack, upsie. Das war eins zu tief. So, dann gehen wir hier so runter. Ups, das wollte ich ja eigentlich nicht. Oh shit. Glück gehabt. Ja gut, da können wir uns dann auch hochstecken. Gut, was haben wir denn da Schönes? Ich glaube, das könnte sogar Tin sein. Ja, genau, Tin. Also den nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Das brauchen wir ja. Und ja, geht sich aus, jawohl. Wo habe ich das? Ist auch. Oh, shit. Nein, 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 nein. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe, habe ich gesagt. Oh, shit, der Creeper. Oh Gott, oh Gott. Was bist du denn für ein. Einer. Ja, greif doch an.
Wow, den habe ich ziemlich gut down bekommen. Ich bin gerade ziemlich impressed von mir, muss ich sagen. Das hätte ich nämlich nicht erwartet. Oh. Ich muss wieder was essen, damit ich regeneriere. Das ist nämlich gerade schon wieder ziemlich brenzlig gewesen, muss ich sagen. So, hier haben wir nochmal ein bisschen Kupfer. Was auch wichtig ist, ist Osmium. Das brauchen wir für Mechanismen. Geh weg, geh weg, geh weg. Ach, lasst mich doch in Ruhe. Ach, euer Ernst. Gut. So, weg damit. So. Osmium. Das brauchen wir nämlich für Mechanismen. Und, von denen würde ich mir gerne die Stromquellen machen. Also Windräder gibt es da zum Beispiel. Die sind eigentlich relativ gute Stromquellen und verbrauchen halt auch keine Rohstoffe. Was ganz nützlich ist, gerade wenn wir jetzt noch keine automatischen Mining-Systeme haben oder sowas. So, ich schaue mal kurz nach. Denn, vielleicht bauen wir das ja jetzt mit anderen. Okay. Ich dachte zumindest, dass es so Windräder gibt. Schauen wir mal. Mechanism. Schauen wir mal, was die da noch drinnen haben. Okay. Wo haben die denn ihre Stromquellen? Das gibt's doch nicht. Haben die das rausgepatcht oder? Das wäre ja schade. Network Reader. Walkie Talkie. Geil. Bins. Provider. Okay, was macht das? Okay. So. Den würde ich mir auf jeden Fall gerne machen, den Digital Miner. Der ist dann ganz cool. Aber da gab es doch immer. Okay, vielleicht gibt es jetzt in der Version nicht mehr. Was ist das? Keine Ahnung. Kupfer, Zinn. Es wundert mich irgendwie. Naja, da mache ich mich noch schlau bis zur nächsten Folge. Jedenfalls brauchen wir auf jeden Fall mal ein bisschen Osmium. Denn Mechanism hat eben sehr viele Crafting-Rezepte mit Osmium drinnen. Und an und für sich sollte dieses Erz auch nicht allzu schwer zu finden sein. Da haben wir zum Beispiel schon eins, glaube ich. Jawohl. Da haben wir schon ein bisschen Osmium. Da nehmen wir das Gypsum Powder nochmal mit. Genau, die Bandagen können wir uns eigentlich auch mal craften. Denn dann können wir auch die ganzen Fossilien mitnehmen, die wir finden. Vielleicht machen wir das noch schnell. Gehe ich wieder zurück. Schau, ob das Essen durchgebraten ist. Ich muss sowieso Essen holen. Anscheinend ist es auch gerade Nacht. Dann können wir uns auch direkt hinlegen. Und auch ein bisschen schlafen, damit wir auch damit wir auch den Spawnpunkt da haben. Falls wir sterben sollten, dass wir direkt oben respawnen und nicht den ganzen Weg wieder zurücklatschen müssen. Weil das wäre nämlich echt nervig. So, ich muss wieder was essen. Sonst regeneriere ich nicht, beziehungsweise kaum. So. Ist das. Oha, das sind Emeralds. Die habe ich ja ganz übersehen. Cool. Emeralds gefunden. Nice. So. Zack, zack, zack. Noch mehr Emeralds. Was ist das denn für eine Das war knapp. Das war knapp. Okay, okay, okay. Ich bin schon weg. Bin schon weg. So, wo habe ich mich denn runtergebaut? Wo ist denn meine. Ach du Scheiße. Wo ist denn meine Treppe überhaupt? Ach, jetzt gehen wir doch nicht auf den Sack. So, weg mit dir.
So, wo habe ich mich denn runtergebaut? Nein, komm schon. Geh weg. Okay, tschüss. So, Fackel setzen. Schön ausleuchten. Aber wo habe ich mich denn hier so runtergeschlängelt? Was hier? Wow. I'm a genius. Einfach mal nicht die Stelle markiert, wo ich mich... Egal, stacke ich mich ein bisschen hoch. Oh, ja gut. Dann nehmen wir mal das Essen in die Offhand. Ups. So. Das schaut mir sehr danach aus, glaube ich. Hoffe ich. Zack. Ist auf jeden Fall nochmal ein bisschen Kupfer. Wo habe ich mich denn... Bist du... Hä? Ach, da drüben auf der anderen... Ah ja, ich bin ja... Ah, ich bin auch ein Schlüsselkopf. Wow. Jump'n'Run Skills auf jeden Fall on point. Heute wieder. Oh shit. Oh, ich dachte, da ist ein Skelett. Jetzt habe ich diese... Die Höhle da mit einem Skelett verwechselt. So, wo habe ich mich denn da jetzt runtergebaut? Da oben. Okay. Zack, zack. Genau, da müssen wir uns hochbauen. Gut, kein Material mehr. Läuft auf jeden Fall. Zack, das können wir noch verbauen. Okay, dann bauen wir uns einfach da in die Wand rein. Dann können wir uns da ein bisschen Material holen und weiter hochbauen. So, jetzt immer schön aufpassen, nicht dass ich runterfalle. So, wo geht's dann weiter? Ah, okay. Hier habe ich anscheinend 2 gemacht. Aha, gut, muss ich außen rum gehen. So. Zack, zack. Kann man nur hoffen, dass gerade keine Monster da sind, die uns belästigen wollen. Aber es schaut gut aus. Jawohl, dann können wir uns nochmal schnell schlafen legen. So, zack, zack. Genau. Dann haben wir uns einen Spawnpoint gesetzt. Das war's auch schon wieder von dieser Folge. Wir haben ein bisschen Kupfer, ein bisschen Eisen ergattert. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann abonniert mich. Und ganz wichtig, aktiviert die Glocke. Sonst kriegt ihr keine Benachrichtigungen. Schreibt in die Kommentare, was ich verbessern kann. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.